Ein herzliches Hallo von mir an euch zu diesem etwas anderen Video. Wundert euch nicht, wir stecken hier gerade im Ladefenster, nur dass es kein Ladefenster zu sehen gibt, aber das Spiel lädt gerade, damit wir im Van landen. Es gibt jetzt so ein paar Folgen Phasmophobia bei mir auf dem Kanal, denn ich habe letztens einfach mal mit aufgenommen, was wir so getrieben haben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Folgen. Es ist jetzt nicht immer was Ultraspannendes dabei, aber ich zeige es euch einfach. Und wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen. Vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Phasmophobia aufzunehmen und dann kann ich euch das gern auch wieder zeigen. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit diesem Video und wir sehen uns entweder beim nächsten Mal wieder mit Phasmophobia oder mit Dead by Daylight. Wir werden es sehen. Also, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe jetzt, dass die Tina nicht rausgeflogen ist. Oh doch, da. Hi. Hi. Ja. Foto, Wasser und Zeuge eines Geister-Events. Nur alleine. Hm. Mary Martin. Okay, ich nehme mein Thermometer und... Ich habe EMF und Buch jetzt mitgenommen. Okay. Nehme ich hier noch so ein Fingerabdruck-Ding. Auch so ein Fingerabdruck. Wer hat denn jetzt alles ein Thermometer? Ehemod hat Thermometer. Ich habe auch ein Thermometer. Ja, will nicht einer von euch dann Fotokamera oder so mitnehmen anstatt Thermometer? Macht mehr Sinn, ne? Also ich nehme keine Kamera mit, nein. Ich würde sagen, wir gehen in Zweiergruppen, dann nehme ich noch EMF und dann geht einer mit mir und wer das andere in... Ich habe EMF, da muss einer mit mir, ein anderer. Okay. Ich nehme das jetzt als Ja. Warte mal, wem gehe ich denn jetzt? Wer geht jetzt mit wem? Wer geht willst du mit mir gehen? Okay, Behemoth geht mit mir. Okay, Susi, wir beide, wir kriegen das hin. Hm? Henrik, du hast ein Thermometer dabei? Ja. Und eine Geisterbox. Irgendwas anderes. Sehr schön. Dann denke ich, können wir los, ne? Ach, warte, wie heißt der Geist? Mary Martin. MM. Wir nennen sie einfach M. Ob sie darauf reagiert, oh, auf nicht M? Die große, ne? Bitte nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Auf einen Finger, genau. So, wo lang waren wir? Links. Also ich folge einfach Susi. Geh einfach irgendwo hin. Wir gucken wieder nach Türen, die auch schon teilweise offen sind, ne? War das hier so? Also ich habe noch nie eine offene Tür gesehen, wo der Geist war. Ach, lass die jetzt einfach offen, die Tür. Ja, ja. Ist besser zum Wegrennen. Also, ich hoffe... Ja, wir sehen besser, wo wir schon waren. Genau. Ich hoffe immer, der ist hier irgendwo unten. Dass man da nicht das ganze Zeug in die hinterste Ecke schleppen muss. Ja, das ist mal ganz schlimm. Also direkt an der Treppe oben geht ja auch noch, aber wenn es noch da oben, dann einmal halb rum oder so. Ja. Hier war gerade ganz kurz EMF2. Okay. Vielleicht ist es auch oben. Ja, kann sein. Oder der ist im Flur. Auch schon gesehen. Wir hatten es einmal, da war der direkt vorne in der Lobby beim Eingang. Boah. Da hat man aber auch
keine Möglichkeit, auf 3 Meter da irgendwas richtig ranzukommen oder irgendwie. Das ja. war ungünstig. Ja, ewige Suche am Anfang. Ja, das ist das Problem bei diesen großen Maps, finde ich. Ja. Oh, hier klingelt irgendwo ein Telefon. Echt sehr. Ich glaube, es ist... Da war es nicht. Nee, also bei mir war es lauter hier. Eben. Hier sind 7 Grad. Hier unten sind 7 Grad. Echt, wir sind fast... Wir sind in der Nähe, wir kommen zu euch gerade. Hier ist auch direkt ein Ausgang, das ist gut. Hier im Flur. Hier im Flur sind 7. Oh nein, nicht im Flur. Jetzt wieder nicht. Hier an der Stelle irgendwo eben, aber. Ah. Ja? Ja, hier ist drin. Hier. 8. Am Ende des Ganges wahrscheinlich hier unten. 5. Ja, 5 Grad. Hier sind es aber auch, ich weiß nicht, ob es der Raum ist oder der daneben. Hier sind es auch 6. Okay. Und hier hinten, dieser Mini-Raum? Hier sind 16, nee, der nicht. Okay. Also EMF ist aber hier wirklich gar nichts. Ja, wir sind ganz am Ende von einem... Da ist auch ein Ausgang nach draußen. Da, ganz am Ende des Ganges. Also, okay. EMF 2 hier vorne. Wir laufen gerade durch die Torwelle. Wir stehen hier vor dem Zimmer, wir leuchten. Nein. Nach hinten kommen sie. Hallo? Wenn jetzt auch da vorne gleich rechts, glaube ich, oder? Geht das da? Ja, egal. Hier gerade. Wir sind nicht ganz sicher, ob dieser Raum oder der dahinter ist. Beide kalt. Ja, es ist so ein Durchgangszimmer. Hier so. Fingerabdruck habe ich soweit nicht gesehen. Doch, hier ist ein Fingerabdruck an der Dings. Ja, wir haben noch kein Fotoapparat mit, oder? Dann lege ich mal das Buch hier rein. Und das Telefon im Nachbarraum hat geklingelt, würde ich sagen. Ich gehe mal ein Fotoapparat holen. Bist du hier? Benutz mal das Waschbecken. Ich hole ein Fotoapparat und eine Videokamera, weil EMF haben wir ja jetzt eins drin liegen. Ach Kacke, hier ist hinter der Schule. Hier müssen wir ja voll außen rum. Draußen kann er einen nicht töten. Alles gut. Okay. Kleiner Spaziergang. Genau. Überwölkt, man sieht nicht mal den Mond. Ja, die Bäume sehen aber auch nicht so gesund aus. Spätwerk. Wo geht's denn hier hin? Oh, hier ist ja noch ein riesen Outdoor-Fußballplatz. Cool. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Aber hier kommen wir gar nicht lang. Okay. Wollen wir hier reingehen? Ja, müssen wir ja. Hier kann er ja eigentlich nicht sein jetzt. Ich habe auch null Orientierung, ehrlich gesagt, in diesen großen... Ja, Beuden. Vorne nach rechts und dann müsste der Ausgang da sein.
Ich folge dir einfach. Wir waren ja genau hinten jetzt, also. Ja, also ihr müsst. Oder wir gehen einfach gerade zu durch. Mit mir hat er keinen Bock zu reden. Ah. Okay, jetzt sieht man den Mond. War nur dahinter. Ja. Aber da könnten wir ja eigentlich dann drüben auf der anderen Seite rein und einfach den Gang hinter. Dann müssen wir ja da sein. Dann sparen wir uns den Umweg. Wobei, es ist schon schön entspannt so. Also, die anderen beiden, die können ja erstmal da gucken, was sie hinkriegen. So, was brauchen wir alles? Ich nehme jetzt die Kamera. EMF lasse ich jetzt hier, weil wir haben ja eins hinten liegen. Ich nehme noch so ein Videoding mit hier. Sanity bei Susi und Genrix ist auf 70, bei Behemoth und mir auf 80. Aktivität 0. Keine Reaktion. Okay. Aber wenigstens nicht nach oben. Nee, das stimmt. Man kommt relativ einfach eigentlich hin jetzt, wenn man weiß, wie rum. Du hast Fotoapparat dabei, oder? Ja. Ein Video und ein Foto. Ja, vom Fingerabdruck noch ein Foto machen. Ja. Ich stell das mal dort hinten in die andere Ecke, oder? Wo seid ihr beiden? Da auf dem Fußballplatz. Aha, wir sind wieder im Zimmer. Okay, was habt ihr alles? EMF schlägt aus. Ach, ihr seid in dem Zimmer dahinter. Hat sie mir gerade ins Ohr gehaucht? Ja, mir auch. Okay, sie scheint im Nebenzimmer zu sein. Mach ein Foto. Schreib ins Buch. Ich weiß nicht, EMF hat gerade ausgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob es auf 5 war. Ich höre sie. Wollt ihr die Geisterbox nochmal? Sie stand da, ich habe sie aber nicht aufs Bild bekommen. Ich hatte Heartbeat. Ich auch, ja, sie stand da. Aber ich habe zu spät abgedrückt. Nicht dieses Zimmer hier. Hab's wieder nicht gesehen. In welchem Raum war sie denn jetzt hier? Hier vorne. Vielleicht wandert sie auch durch die Räume. Sie stand da an der Ecke hinten, ja. Ich hol mal neues Zeug. Willst du noch einen zweiten Fotoapparat mitbringen, Behemoth? Ich habe nur noch 2 Bilder. Okay, mach ich. Kannst du mal das hochbeiben oder kalt machen? Reden? Irgendwas? Und nicht immer anrufen?
Schreib in das Buch. Stell dir vor, das wäre WhatsApp. Auf 3. Sie hat das Buch bewegt. Kannst du uns hören? Bist du da? Kannst du uns wahrnehmen? Schreib in das Buch. Bist du gern an diesem Ort? War eigentlich Geisterbox irgendwas? Bewegungssensor war an. Ja, wir waren mal für euch hingelaufen. Okay, auf der Cam sieht man nichts. Ich komme jetzt wieder hin. Ja, ich fühle mich so alleine hier. Amen. Wo seid ihr? Kommt gerade rein, bin hinten wieder. Also gleich wieder hin. Aktivität ist bei 0. Ich bleib mal ganz kurz hier draußen vor den. Er hat bei mir die Türen zugemacht. Er hat bei mir alle Türen zugemacht. Will einfach Ruhe haben. Ist ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe mal alle Türen wieder aufgemacht, jetzt hier hinten. Mhm. Weiß nicht, will noch mal jemand Geisterbox probieren? Die redet hier nur alleine, ne? Also, das ist wahrscheinlich. Ach, ja, du sollst ins Buch schreiben und nicht anrufen. Hab ich was verpasst? Er hat nur wieder angerufen. Vielleicht ist der auch in beiden Räumen. Vielleicht zählt das als einer hier mit der Tür, dem Durchgang. Schreib in das Buch. Wir haben halt wirklich bisher nur Fingerabdrücke. Haben wir irgendwas außer die Fingerabdrücke schon? Nein, nur Fingerabdrücke, meines Wissens nach. Boah, hör auf, mich anzuhauen. Aktivität ist gestiegen auf 3. Hat mich angehaucht. Im F ist auf 4, könnte verbuggt sein. Einfach ins Buch, wenn du hier bist. Na toll, jetzt hast du ihn verscheucht. Ja.
Oh Gott, ich hatte Herzschlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich erschrocken. Ah! Aber der handelt nicht. Ich hab's ja auch gehört, sie hat wieder Geräusche gemacht. Ja, Mary heißt Mary Martin. Ja, der handelt nicht, aber erschrecken tue ich trotzdem. Ja, das hatte ich erst auch schon mit Behemoth. Ja. Jupp. Aber ich habe nichts gehört. Also keine Schritte. Nee, gar nicht. Genau. Nichts im Buch. Wenn wir EMF-5 haben, könnte es Banshee Revenant sein. Mhm. Lass mal gucken, was das dritte wäre jeweils. Revenant, Geisterbuch. Ja. Und Banshee Gefriertemperatur. Die hätten wir aber gar nicht. Nee. Dann eher das Buch und die geht da einfach nicht ran. Nee, wir bräuchten, wenn dann Buch oder, was war das andere gerade? Gefriertemperatur. Also eins von den beiden bräuchten wir noch. Ja, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass es EMF-5 ist, quasi. Ja, bin ich auch. Also Banshee oder dieser Revenant. Wie ist die Sanity von uns? Was ist das Zeichen? Alle bei zwischen 30 und 40. Okay. Aber wieder keine Steps und nichts gehört. Ja, doch, ich hab sie kurz laufen gehört. Er hat das Buch gerade runtergeschmissen. Behemoth ist tot. Was? Behemoth ist tot. Behemoth ist tot. Ich mache ein Foto und komm raus. Ja, stimmt. Also, so aggressiv wie der ist, könnte es ja der Revenant sein, ne? Ich bin jetzt raus, ich gehe hinten rum. Komm hinten rum, wir warten im Van. Jo. Der war jetzt schon ein bisschen angepisst, ne? Wir sollten jetzt auf Revenant gehen.
Telefon klingelt. Nee, der hat das immer nur hin und her geschoben. Also Gefriertemperaturen oder hoch? Eins von beiden muss es sein. Was war denn das Niedrigste an Temperatur, was wir dort drin hatten? 6 Grad oder so, oder? Ich habe 3 Grad gehabt einmal. Also ja, eine Zeit lang sogar. Weiß nicht so richtig. Ansonsten machen wir einfach wieder Ratestunde und dann gehen wir, bevor noch jemand stirbt. Wollen wir über Funk reden, dass Behemoth uns gut hören kann? Können wir machen. Aber ein Banshee. Banshees fürchten das Kruzifix. Es lag doch ein Kruzifix in dem Raum. Ja, aber das ist ja nutzlos, sobald die auf der Jagd sind, offiziell. Es könnte schon ein Revenant sein, weil. Behemoth war direkt auf dem Weg zum Versteck und der hat ihn auf jeden Fall eingeholt. Passt. Das könnte auch zum Verhalten der Banshee passen, ne? Also es ist beides möglich. Ich weiß es nicht. Was wäre eine Banshee-Gefriertemperatur? Banshee wäre Gefriertemperatur, ja. Und Revenant wäre das Buch. Er attackiert heftig und wahllos. Ich meine, heftig kann halt auch passen. Er hat jetzt 3-mal hintereinander direkt angegriffen. Der Revenant. Ja, das stimmt schon. Also ich würde jetzt sagen, das ist ein Revenant. Ich auch. Ich rede über Funk, dass Behemoth das hört. Also ich logge jetzt Revenant ein. Ihr könnt ja was anderes nehmen. Ich gehe jetzt auf Revenant. Vielleicht lag das Buch auch falsch. Ich weiß es irgendwie nicht, weil er kam immer am Flur lang. Aber der hat es ja mehrfach bewegt. Keine Ahnung. Hier ist nicht nochmal. Nö, ich auch nicht. So. Hallo, Saralina. Guten Abend. Dann mach mal los, oder? Ja. Jo. What? Dann war also EMF 5 doch nicht richtig. Okay. Oh mein Gott. Ich höre euch übrigens im Totenreich fast besser, wenn ihr nicht funkt, solange ich in eurer Nähe bin. Haben die gepatcht. Okay. Hat das was gebracht? Hast du Versicherungsgeld bekommen? Ein bisschen. Ah, okay. Thank you.